Hey Leute, ich habe heute ein ganz, ganz besonderes Buch für euch. Etwas, was man nicht alle Tage zu sehen bekommt als Freund der Kunst. Ein Yu-Gi-Oh! Monster Artbook. Ihr wisst, ich habe das andere Yu-Gi-Oh! Artbook schon bewertet. Es war eine Leihgabe von Lazar und ich musste das Buch schweren Herzens wieder zurückschicken. Dieses Buch hier ist keine Leihgabe, sondern, jetzt kommt's meine Freunde, es war ein Geschenk. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Ah, Leute, und sowas bekommt man nicht einfach so geschenkt, Leute. Als ich das Ding hier aufgemacht habe, es kam einfach mit der Post. Ich dachte, Heilige Maria, Mutter Gottes, welche freundliche Seele erweist mir diese Wohltat? Und die freundliche Seele hat sogar einen Namen, OGCat99. Ich verlinke sein Instagram-Profil unten in der Beschreibung. Schaut gerne vorbei, Leute. Der Typ ist krass. Er ist ein leidenschaftlicher Yu-Gi-Oh!-Kartensammler, aber mehr als das. Hat er sogar Autogramme von Kazuki Takahashi und, jetzt kommt's Leute, er hat sogar ein Autogramm von Akira Toriyama. Heilige Maria. Ich fasse es nicht. Und er hat mir dieses Buch einfach so geschenkt, Leute, ohne irgendeine Bedingung oder so. Manche Menschen wollen einfach Gutes tun. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, Leute. Dieses Buch kam zu einer Zeit an, als ich ultra viel Stress hatte, als ich auf dem Höhepunkt des Stresses war sozusagen, weil ich an meinem Buch arbeiten musste. Und ich habe dieses Buch schon seit November, aber ich habe erst jetzt Zeit, dieses Video zu machen. Ich freue mich, dass ich es bekommen habe in die Hände und ich freue mich, dass ich euch die Besonderheiten hieraus zeigen kann. Heilige Maria, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber OG Cat hat das Ganze nochmal getoppt. Er hat noch einen draufgesetzt. Ihr erinnert euch vielleicht noch an mein letztes Yu-Gi-Oh! Artbook Review. Da habe ich dieses Artwork von Buster Blader so bewundert. Ich fand das so gut. Ich fand, das war das beste Artwork überhaupt. Und seht mal, was er mir geschenkt hat. Er hat mir diese Buster Blader Karte geschenkt. Heilige Maria. Mit so einem Kartenständer, dass ich das Ganze auch displayen kann. Und er hat sogar ein paar freundliche Worte hinzugeschrieben. Als ob diese Wohltat einfach freundlicher Worte noch bedarf. Durch diesen Glanz an, Leute. Heilige Maria. Ich weiß gar nicht, wie oft ich noch Heilige Maria sagen will. Ich bin glücklich, Leute. Ich bin glücklich, dass ich euch das hier zeigen kann. Ich bin glücklich, dass dieses Buch Einzug in meine Sammlung findet. Ihr wisst, in meiner Sammlung gibt es nur das Beste vom Besten. Und das hier passt perfekt rein. Damn, let's go. Dieses Buch ist verdammt dick, Leute. Ich werde euch nicht alles zeigen, sondern nur die Kernpunkte. Wenn die Kamera wackelt, verzeiht mir Leute, das Ding ist massiv. Seht ihr das, Leute? Alter Schwede. Alter Schwede. Damn. Wie ein Erdbeben wackelt das hier, Leute. Das Ding ist richtig fett. Wir wollen uns eins nach dem anderen anschauen. Ah, das schwarze Magiermädchen. Hier bekommen wir eine Sammlung aller Yu-Gi-Oh! Karten, die jemals gedruckt wurden, zu sehen, Leute. Jede einzelne Seite daraus zu zeigen, würde den Rahmen sprengen. Aber wir können ja gerne mal einen Blick reinwerfen, oder? Und vielleicht erwischen wir zufällig ein paar meiner Lieblingskarten, Leute. Ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Yu-Gi-Oh! Ist so ein großer Teil meiner Kindheit und es hat mir immer eine Freude bereitet, die Artworks zu bewundern, zu bestaunen, zu untersuchen. Aber mehr als das ist das an so einen Nostalgiefaktor gekoppelt bei mir. Ich weiß noch, als ich meine allererste Holo-Yu-Gi-Oh!-Karte gesehen habe, den schwarzen Magier, ich war hin und weg. Die Karten sind auch chronologisch geordnet, das heißt, vorne sind die neueren, hinten die älteren und ihr wisst, ich habe eine Verbindung eher zu den älteren Yu-Gi-Oh! Karten. Mit den neueren bin ich nicht allzu vertraut. Bei den älteren haben wir grandiose Artworks. Erzlord Serato, ich erinnere mich noch. Ah, der Chaos-Magier. Ah, der Chaos-Imperator-Drache. Als Kind wollte ich diese Karte immer unbedingt abmalen,
Aber es war so schwer. Ich sag's euch, wenn ihr diese Karte im Spiel beschwört, dann heißt es Game Over für euren Gegenüber. So, gut, genug davon. Lasst uns zu den Artworks überspringen, Leute. Und was uns bei den Artworks erwartet, ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Allein die Aufmachung ist sehr, sehr hochwertig, Leute. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ah, der Soldat des schwarzen Lichts. So viel ich weiß, ist dieses Artwork nicht von Kazuki Takahashi persönlich, aber im Manga gibt es ein Panel, das den Soldat des schwarzen Lichts in dieser gleichen Pose zeigt. Ich bin sicher, die Künstler, die diese Yu-Gi-Oh!-Karten gemacht haben, haben sich gerne davon inspirieren lassen. Und das ist bei vielen Yu-Gi-Oh!-Karten der Fall. Und mir fällt gerade auch auf, ich habe euch den Yu-Gi-Oh!-Manga noch nie gezeigt, die Seiten daraus. Das muss ich unbedingt nachholen, denn der Manga von Yu-Gi-Oh! Ist unfassbar gut gezeichnet auf dem Level von Bleach und One Piece. Es ist so traurig zu sehen, dass manche Künstler in Vergessenheit geraten, Leute. Kazuki Takahashi hat so eine krasse Leistung vollbracht. Und die Tatsache, dass er nicht in einem Atemzug mit den besten Künstlern überhaupt im Bereich des Mangas genannt wird, ist eigentlich traurig. Manchmal stelle ich mir vor, was, wenn diese Künstler, die heute einen großen Namen haben, wie Kubo oder Yusuke Murata oder Obata, was, wenn diese Künstler in Vergessenheit irgendwann geraten? Was soll ich machen? Dann muss ich meine Artbooks rausholen und den Menschen ins Gedächtnis rufen, mit was für großartigen Künstlern wir es damals zu tun hatten, oder? So machen wir es. Der Bruder von der Harpie. Ich fand damals auch, das war ein richtig geiles Design. Die Karte war, wenn ich mich nicht täusche, im Starterdeck Joey und ich fand immer das Design der Haare mega geil. Insgesamt wirkte die Figur richtig cool. Hier sehen wir ein paar Skizzen. Der Erzunterwälder. In diesem Buch wird es auch richtig große Illustrationen geben. Hauptsächlich digitale. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, euch diese Bücher zu zeigen, Leute. Weil die Dinger sind alle verdammt teuer. Viele meiner Artbooks kosten weit über 100 Euro, Leute. Und ich weiß, dass viele meiner Zuschauer jung sind und sich sowas nicht leisten können. Und ich wünschte, es hätte damals zu meiner Zeit jemanden gegeben, der sich die Zeit genommen hätte, diese Bücher vorzustellen und einen Einblick zu gewähren. Ich hatte damals nur mein Dragon Ball Artbook und das war für mich der Superlativ des Glücks. Hier bekommen wir nicht nur ein paar Illustrationen zu sehen. Dieser dritte Teil des Artbooks war für mich persönlich der spannendste Teil. Denn hier sehen wir auch ein paar Manga-Panels, Leute. Aber nicht nur irgendwelche Manga-Panels,
sondern erstens ein paar Manga-Panels, die den Kampf zwischen Yugi und Kaiba in Battle City zeigen. Und jetzt kommt's, es sind originale Scans vom Manuskript, Leute. Versteht ihr? Das heißt, wir sehen hier noch ein paar Anmerkungen des Künstlers. Und das ist auch entscheidend, Leute. Wir sehen, wie die Schattierungen mit einem blauen Buntstift angedeutet wurden. Warum ist im Originalmanuskript ein blauer Stift zu sehen? Ich sage es euch ganz einfach, wir sehen das hier ganz, ganz oft, weil die Farbe Blau von den Fotokopierern, von den meisten Fotokopierern, nicht kopiert werden kann. Das heißt, die Farbe ist unsichtbar später, wenn es gedruckt wird. Versteht ihr? Und deswegen können sich die Künstler nach Belieben erlauben, die Farbe sichtbar zu lassen. Wir sehen hier sogar, wie in den Sprechblasen der Text eingeklebt wird. Geil. Und dieses Duell zwischen Kaiba und Yugi in Battle City ist vielleicht mein Lieblingsduell aus ganz Yu-Gi-Oh! Allgemein, wenn Yugi auf Kaiba trifft, wird das immer spannend. Ich fand auch sein allererstes Duell genial, als er Exodia beschworen hat. Das erste und letzte Mal. Alter Schwede, guckt euch diese Panels an. Guckt euch diesen Seitenaufbau an. Spannend. Spannend. Nichts Langweiliges. Keine langweilige Seitenaufteilung. Und das Ding ist, die Form der Panels passt sich dem Inhalt der Panels an. Den weißen Drachen aus dieser Perspektive darzustellen, das fordert den Künstler fast schon auf, das Panel so zu strukturieren. Es passt einfach zur Form, Leute. Insgesamt geht der Künstler immer sehr, sehr unkonventionelle Wege, wenn es um Seitenaufteilung geht. Und ich finde, obwohl er so verrückte Formen benutzt, wirkt es niemals aufgesetzt oder es irritiert den Leser auch nie, habe ich das Gefühl. Mich persönlich hat es nie irritiert. Sondern im Gegenteil, es bietet dem Leser eine abwechslungsreiche Erfahrung. Alter Schwede. Auch geil, das Ganze hier in so einem großen Format zu sehen. Das ist ja viel größer. Das ist doppelt so groß wie ein gewöhnlicher Manga. Dieses Blau hat Charakter, Leute. Ich finde, man hätte das auch so lassen können. So, wir kommen jetzt zu den Illustrationen. Und wir sehen hier sofort schon wieder ein Markenzeichen des Künstlers. Kontrastflächen im Hintergrund, die er auch nach Belieben mit einer Figur füllt. Kontrastflächen haben den Zweck, die Figur im Hintergrund und im Vordergrund voneinander zu trennen und die Figur im Vordergrund mehr zu betonen. Damn. Marek mit einem wunderschönen kirschroten Hintergrund. Bakura mit der dunklen Todesfurcht. All das ist digital gezeichnet, Leute. Auch hier dauernd Kontrastflächen. Und in diesem Fall hat er das Ganze sogar mit einer Kontrastfarbe nochmal verstärkt. Damn. Kaiba in Action. Ich finde, hier wirkt Yugis Arm etwas zu steif. Kaibas Pose ist schon wesentlich dynamischer. Alter Schwede. Ein fast schon ikonisches Bild. Alter Schwede, als Yugi im letzten Manga sein letztes Duell ausgefochten hat, war das schon sehr, sehr emotional. Guckt, hier ist schon sein Arm viel dynamischer. Geil. Der Arm verläuft in derselben Richtung wie der Fuß. Wunderschöne, wunderschöne Pose.
Wir sehen auch, wie klar die Linienführung ist, Leute. Bei dem anderen Artbook habe ich gemerkt, dass er manchmal so Schwierigkeiten hatte, perfekte Linien zu ziehen. Wahrscheinlich, weil er sich noch an die digitale Kunst gewöhnen musste. Hier sind die Linien einwandfrei. Ey, diesen Charakter habe ich nie gemocht, Leute, ne? Nie. Das Design ist komplett over the top. Hat mir nicht gefallen. Yugi mit leicht femininen Lippen. Das hat er sich vielleicht vom Jojo-Zeichner abgeguckt. Damn. Hier sehen wir sogar ein paar Vorzeichnungen. Elementarheld Wild Heart. Diese Karte bleibt unberührt von Fallenkarten. Fast wie Jinzo. Alter Schwede, guckt euch diese Vorzeichnung an. Don't tell me to be cool, this is as cool as I can be. Du, 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 du. Ich höre in letzter Zeit immer Kid Cudi, wenn ich male. Meine Leinwand ist bald fertig, Leute. Ich glaube, ich mache morgen die letzten Pinselstriche, damit ich euch das vorstellen kann. Viele Leute haben schon gefragt. Es gibt insgesamt noch viele, viele gute Neuigkeiten für euch, Leute. Das erzähle ich euch gleich. Damn. Ey, diese Karte ist auch richtig geil designt. Der Chaosmagier Max heißt der, glaube ich. Und auch hier bekommen wir seine Unterschrift. Alle Karten, die er selbst designt hat, tragen seine Unterschrift, Leute. Genauso wie der Buster Blader. Manchmal muss man genau hinschauen. Auf YouTube gibt es ein Video, wie er dieses Bild hier zeichnet, Leute. Wir sehen, wie er das mit der Feder vorzeichnet, das Ganze einscannt und digital weiter bearbeitet. Sehr, sehr interessant und aufschlussreich. This is it, Leute. Das war das Yu-Gi-Oh! Artbook. Das Monster Artbook. Alter Schwede. Ich muss mich nochmals bedanken für dieses Geschenk, Leute. Ich habe sein Instagram hier unten verlinkt. Schaut gerne vorbei, wenn ihr euch für Yu-Gi-Oh! Karten interessiert. Man könnte, ups, wenn man diesem Geschenk nach einer Yu-Gi-Oh! Karte benennen möchte, dann könnte man das Geschenk freundliche Wohltat nennen. Kennt ihr diese Karte, wo man drei Karten ziehen darf und zwei abwerfen muss? This is it, Leute. Ich habe mir in letzter Zeit noch ganz viele andere Artbooks gekauft von One Piece, die werde ich auch alle noch vorstellen. Aber ich habe auch künstlerische Artbooks gekauft, Leute, die ich euch auch gerne vorstellen kann, wenn ihr möchtet. Natürlich nur, wenn euch sowas interessiert, lasst es mich gerne wissen. Alter Schwede, ich habe so viel Knete in letzter Zeit verballert, Leute. Ich habe hunderte Euros nur für Bücher ausgegeben. Und warum? Weil es sich lohnt, Leute. Bücher sind das Rückgrat unseres Verstandes. Bücher sind Cheatcodes für unseren Verstand. Matisse, Caravaggio, Dali und der König von allen, Raphael. Wenn ihr es wissen wollt, wie es da drin aussieht in den Büchern, schreibt mir gerne in den Kommentaren. Ich mache gerne Reviews davon, wenn ihr möchtet.
Und jetzt kommt die größte Neuigkeit, die zweitgrößte Neuigkeit, Leute. Ich habe ultra viele Mangas auch gekauft. Ich glaube, 10 oder 12 Mangas habe ich gekauft. Und die werde ich alle verlosen an euch, Leute. Wir müssen ja feiern, dass ich 200.000 Follower jetzt habe. Über 200.000 Follower auf TikTok. Das ist doch Grund zu feiern, oder nicht? 10 Mangas werde ich an eine Person verlosen. Einer von euch wird das Glück haben, die zu gewinnen. Dazu aber später mehr, Leute. Es sind aber alles Mangas, die ihr euch gewünscht habt, Mangas, von denen ihr euch Reviews gewünscht habt, die werde ich verlosen, Leute, an euch, um meine Dankbarkeit zu zeigen, Leute. Ich danke euch, dass ihr mich bis hierhin begleitet habt. Ihr wisst, eure Aufmerksamkeit bedeutet mir viel. Die Tatsache, dass ihr euch Zeit nehmt, meine Videos zu schauen, mich zu supporten, mir so nette Nachrichten zu schreiben, bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich hätte mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, dass meine Kunst von so vielen Leuten bewundert und bestaunt wird. Ich danke euch vielmals, Leute. Und die größte Neuigkeit, dazu mache ich auch noch ein separates Video, aber ich kann das hier schon mal erwähnen. Mein Buch ist schon vorbestellbar, Leute, auf Amazon. Es heißt 100 geniale Manga-Zeichentricks. Wenn ihr möchtet, kann ich das auch unten verlinken. Dann könnt ihr vorbeischauen. Lieferbar ist es erst ab Ende März, Leute, aber vorbestellbar ist es jetzt schon. That's it. Ich wünsche euch was. Bleibt cool. Lest ein paar Bücher. Wenn ihr Jungs seid, geht ein paar Girls treffen. Macht euch eine schöne Zeit. Lasst das Leben nicht an euch vorbeiziehen, Leute. Ich wünsche euch was. Bis bald.